mit das Schönste oder eine sehr schöne Erfahrung war mal, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich eigentlich die Beichte fast komplett aufgegeben habe. Und dann irgendwann habe ich es wieder gewagt, den Schritt zu tun, habe dann auch mal eine Lebensbeichte abgelegt. Und das war so, muss so in den ersten ein, zwei Jahren, wo ich das wieder konsequenter angefangen habe, gewesen sein, dass ein Priester mich, nachdem er mir die Lossprechung gegeben hat, hat er mich sozusagen aufgehoben und hat mich umarmt. Und das war für mich ein tiefes Bild für das, was da in der Beichte jetzt gerade passiert ist, dass eben der gute Vater mir entgegenkommt und mich wieder aufnimmt, mich annimmt. Das war so ein starker Moment.